Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. Wir sind hier im Wühlerparadies und waren leider nicht besonders unauffällig, haben ein bisschen Mist gebaut und sind direkt entdeckt worden, weil ich nämlich überhaupt nicht aufgepasst habe und müssen deswegen hier jetzt einmal Rabatz machen, damit wir irgendwie klarkommen. So, jetzt aber schnell weg hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, 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 nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Durchsuchen, durchsuchen, durchsuchen. Einmal alles mitnehmen, was geht. Okay. Ja, schön, dass du mit eingeschaltet hast. Und ich freue mich, dass du mit mir hier Horizon Forbidden West spielst. Ich muss mich einmal ganz kurz hier konzentrieren. Denn sonst verkacke ich es gleich hart. So, kritischer Schlag. Und dann mal schön hinter dem Baum stehen. Passiert uns auch nichts. So, gut ausgewichen. Okay. Und ausweichen. Juhu. Geht aber gut ab jetzt hier. Sprengfalle. Okay, vielleicht doch lieber Gesundheitsdrink. So bleib ich im Kampf. Ja, so bleiben wir im Kampf erstmal. Bis auf weiteres. Schnell weg hier. Gib mir Beeren. So, gib mir dein Zeug. Last but not least, komm her, du miese Ratte. Ein Teil ist ab. Okay. Okay, und jetzt zu den Schrotthaufen und der Metallplatte. Okay, 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 okay. Gut. Wir haben doch überlebt. Das ist doch mal was. Das ist doch schon mal viel wert. Mann, 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 Mann. Ich glaube, ich habe alles, was Meldo wollte. Sehr gut. Das ist gut. Ich habe jetzt richtig Hunger. Ja, wundert mich nicht. Bist ja auch viel am Kämpfen. Und das war ein enges Höschen, Kinder. Das habe ich. Das kann ich euch sagen. So, was gibt's hier so? Nichts. Gut, was haben wir noch für Nebenquests? Aha, okay, Maschinenstreit, Rede mit Salma, machen wir noch, Notizbücher brauchen wir erstmal nicht, okay, haben wir, Quest haben wir, Nahkampfplatz, okay. Okay, ich denke, wir machen die Nebenquest schnell fertig mit den Dornrücken. Die sind nämlich auch hier ganz in der Nähe. Jawohl. Dann können wir nämlich schon mal gleich hier die Säurepfeile ausrüsten. Perfekt. Das goldene Pflänzchen nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Irgendwann werde ich schon trocknen. Ja. Macht ja nichts, ne?
ein bisschen zu weit geslidet. Wir analysieren erstmal. Okay. Zwei Reishörner. Hier hinten haben wir noch ein kleines Wildschweinchen. Und wir holen uns mal ganz kurz hier den Schrott. Gehen dann direkt wieder weg. Okay. Nee, wir wollen keinen Ärger. Alles gut. Alles gut, Freunde. Wir wollen hier rüber. Ah, das ist aber ein gutes Stück. Also, dann müssen wir erstmal durch die Stadt. Machen die Quest. Nebenquest mit den Dornrücken. Und dann holen wir uns jetzt erstmal was zu futtern. Und dann machen wir die Nebenquest mit den Dornrücken. Nichts Verdächtiges machen. Okay, hier kommen wir hoch. Hopp, hopp, hopp. Und weiter geht's. So. Hier oben können sie uns dann nämlich nichts. Okay. Ah, da gibt es noch einen Schweindau. Sehr gut. Das nehmen wir natürlich noch mit. Genau wie die Medizin. Und ein paar Steckgau für die Pfeile. Sehr schön. Läuft bei uns. Wir haben einiges an Kampferfahrung dazu gewonnen. Haben unseren ersten Hirsch erlegt. Einen Haufen Wildschweinchen mitgenommen. Nehmen hier noch schnell die Pflanze mit. Ja, die liegt so schön auf dem Weg. Und los geht's zurück zum Koch. Unsere erste Nebenquest abgeschlossen. Na, jetzt aber. Ah, da bist du ja. Es gab einen weiteren Besuch von Elvind, höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich hab mich sogar gewehrt. Oh ja, das hab ich. Bin ganz Ohr. Ich hab sein Essen mit. Ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Statt mit 2. Du bist ja hart. Die Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und deine nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Nice. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Wunderbar. Wieder ein neuer Fertigkeitspunkt. Genau so muss es sein. Okay, Nahrung verleiht dir vorübergehend Vorteile und Fertigkeiten, Stärkungen. Mildurfs Essen hat die Erholungszeit für deine Konzentration verkürzt. Mega. Sehr schön. Stufe 5 erreicht. Was haben wir für Fertigkeiten? 3 Fertigkeitspunkte. Mega nice. So, ich denke, wir sollten mal so langsam in andere Gefilde reingehen. Natürlich machen wir einen der Punkte für mehr Nahkampf. Also verursachen mit leichten und schweren Angriffen mehr Schäden. Ja, machen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir hier
eine schnelle Fallenstellerin. Wir haben hier die Konzentrationsstärkung. Brauchen wir auf jeden Fall auch. Leben schaut gut aus. Ein stiller Schlag ist auch ganz nett. Und berittene Verteidigung. Okay. Ich denke, wir nehmen auch mal jetzt die Maschinen mit. Sehr gut. Kaufen, bevor ich aufbreche. Und schauen, was mir sonst so treibt. Sehr, sehr gut. Ja, Nebenquest hatten wir gesagt. So. Nächste Nebenquest, die Dornrücken. Let's go. Das Lagerfeuer aktivieren wir noch für die Schnellreise hier. Okay, perfekt. Und wir schauen uns die Dornrücken an. Da können wir natürlich das Fresserchen von unserem lieben Chefkoch gut gebrauchen, denn wie wir wissen, werden wir dort safe 1-2 verpasst kriegen. Schöne Ausrüstung hast du da. Hilfe, er ist hinter mir her. Der Dornrücken wird ihn niedertrampeln. Bring dich in Sicherheit! Mal analysieren, das gute Ding. Okay. Geh rein, bis es sicher ist. Sehr gut. Also, die Handle. Die Handle kann man auf jeden Fall schon mal, ne? Kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Dafür sind sie anfällig. Okay, wir haben hier auch ein ganz nettes Gebiet. Kuckuck. Ah, jetzt bewegt er sich da. Auch noch so schnell. Oh shit, runtergefallen. Hoppala. Ah, diese kleinen Viecher nerven hart halt, ne? Aber richtig hart. Oh. So. So, hier haben wir auch alles durchsucht. Haben wir auch alles durchsucht. Hoppa. Na, 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 Vorteil.
Okay, haben wir alles gekriegt, haben wir alles genommen. Gut, 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 gut. Pfeile. Schön Pfeile wiederherstellen. Und wir gehen zur Mission. Musste hier anscheinend mal zwischendurch ganz kurz sein, dass wir so ein paar Viecher erledigen. So, westlich des Steinbruchs. Das sieht aus wie eine Art Steinbruch. Okay, mehr Pfeile, mehr Pfeile. Hier rüber, wunderbar. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Aber zuerst snacken wir hier mal schön. Oh, ich komme nicht hoch aufs Haus. Schade, wie ärgerlich. Säure-Dornrücken. Okay. Ein Treffer mit einem Säurepfeil sollte den Kanister hochjagen. Da kommt auch ganz schön nah. Säurepfeil habe ich ausgerichtet. Voller Dornrücken. Ja, ja, ja. Achtung! Oh shit, weg da! Und schnell hoch hier. Uhu. Welch eine Rettung. Oder auch nicht. Oh nein! Wir wurden von einem verkackten Dreckswühler getötet. Es darf nicht wahr sein. Ah, oh, wie ärgerlich. Oh, hey. Gut, 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 gut. Haben wir wieder was gelernt. Ah, verdammte Axt. Okay, haben wir genügend von den Pfeilen? Ja, haben wir. Wir haben nicht genügend Tränke. Ja, schön herstellen. Okay, wir müssen dringend mehr Tränke herstellen können. Und wir müssen dringend öfter diese Sprengfallen. Das wird nützlich sein. Ja. Einsetzen. Vor allem bei so größeren Gegnern. Was hat eine Nora hier verloren? So. Lauf, lauf, lauf. Da vorne gibt es ein Wildschweindel. Habt ihr Lust auf Wildschweindel? Also ich ja. Perfekt. Weiter geht's. Noch mehr Wind. Der ist voller Dornrücken. Hey, Mädchen, halt! Es ist zu gefährlich. Ja, danke für den Tipp. Ich weiß. Und ich bin auch schon einmal dabei gestorben. Okay, Falllicht. Perfekt. Ah ja.
Erstmal da reinsliden. Und er ist voller Dornrücken. Schockmunition könnte hier helfen. Okay. Oh shit! Hat er uns? Hat er uns erwischt, gell? Dabei habe ich doch Säure benutzt. Mann. Ärgerlich. Für dich benutze ich normale Pfeile, mein Freund. In your face. Okay. Munition wiederherstellen. Oh shit. Okay. Ist der auch schon gestorben? Ja. Okay, wir gehen mal hier hoch. Gucken mal. Dornrücken die Feuer anstatt Säure spucken. Oh mein Gott! Oh mein Gott, er ist einfach zu stark. Ah, oh, wie ätzend. Entschuldigung, wir sind schon wieder gestorben. Okay. Wir probieren es noch ein weiteres Mal. Bleib zurück, die bringen dich um. Verschwinde von da. Wie ärgerlich. Ah, hier ist ein Lagerfeuer. Perfekt. Gut, hätten wir mal vielleicht uns so vorher überlegen sollen, ne? Und er ist voller Dornrücken. Okay. Schön analysieren das Ding. Spur ist markiert. Okay. Schwachstelle ist auserkoren. Säurepfeile haben wir. Sobald er sich dreht, schießen wir ihn in den Arsch. Und ein stiller Schlag. Nice! Und so wird auch so ein was Rundes draus. Oh Gott. Eine Spule ist jetzt in deinem Inventar. Schalte Spulensätze für deine Waffen frei, indem du sie verbesserst. Okay. Probieren wir gleich aus. Inventar, Inventar, Spulen und Gewebe. Okay. Strom, Steuer, Feuer, Feuer, oh, Feuerverteidigung und Stoßschaden. Feuer, nee, wir wollen mehr Schaden. Okay, mehr Verteidigung, okay. Werkzeuge. Okay, Rohstoffe. Gut. Aber der läuft da hinten gerade so schön. Achtung! Ruhig bleiben. Schön ruhig bleiben. Noch haben sie uns nicht entdeckt. Und der ist auch gleich K.O. hier links.
Wunderbärchen. Und wir looten ihn noch nicht. Den kriegen wir anscheinend nicht mit. Den kriegen wir nur mit Feuer und nicht mit Säure. Ja. Lass ihn ruhig toben. Gleich ist er hinüber. Komm schon. Stirb endlich. Ja. Jetzt gib mir dein Loot. Okay, wir haben hier alles genommen. Oh shit. Noch haben sie uns nicht entdeckt, was super ist. Es läuft also viel, viel besser als bei den letzten Malen. Okay. Da ist einer auf der Mauer, auf der Lauer. Gehen wir hier hinten lang. Machen uns klein. Stellen mehr Pfeile her, nehmen noch ein bisschen Leben. Abbrechen. Weg hier, Junge. Also weg hier, Frau. Nein. Säurepfeile. Shit. Weg da. So. Okay. Und diese Feuerviecher, wie mache ich die platt? Wie mache ich die Feuerviecher platt? Spulen und Gewebe. Plasmaverteidigung, okay. Ja. Ich muss bereit sein. Wir wechseln auf die normalen Pfeile. Stellen mal einiges her. Und Schuss. Schuss. Wow, der springt aber weit. So, komm her. Hoppa. Olli!
Jawollo. Feuerdrohne. Auch erledigt. So, und dann machen wir noch den kleinen Bastard hier fertig. Oh shit! Noch ein kleiner Bastard. Nice. Zwei Schüsse, ein Kill. Stufe 6 erreicht. Wunderbärchen. Ja, wir vergeben den Fertigkeitspunkt auch gleich direkt wieder. Und zwar für die Kriegerin. Okay, wir gehen Richtung Resonatorstoß. Sehr gut. Weiter geht's Richtung Mission. Ah, das hier, ach, das ist ja natürlich nice. Hier hätte ich dann gemütlich alle von oben aus platt machen können. Wobei, manche von denen schießen ja auch. Und das hier scheint mir so Säurefässer zu sein. Da hätte man dann natürlich drauf schießen können. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Javad sagte, die Dornrücken waren zuerst westlich vom Steinbruch. Ich sollte nachsehen, ob weiter hinten im Tal etwas ist. Alles klar. Wir bleiben mal auf den Giftpfeilen. Guter Dornrücken bei den Wasserfällen. Ich schau lieber mal nach. Sieht nach einem Aufprall aus. Vielleicht ist er von der Klippe gestürzt. Ich werde dem Pfad nach oben folgen. Okay. Das werden wir anscheinend. Wir werden dem Pfad nach oben folgen, und zwar über diese Steinchen hier. Also es gibt einen schnelleren Weg. Aber es scheint mir nicht so zu sein. Immer mehr Kraut, immer her damit. Das nehme ich mit. Alles nehmen wir mit. Alles, was wir kriegen können. Und da hinten gibt es noch was Grünes. Nehmen wir natürlich auch mal mit. Noch ein toter Dornrücken. Könnte von der Klippe gestürzt sein. Ich werde dem Weg weiter folgen. Aber vorher noch looten. Okay. Eine alte Mine. So viele abgeknickte Bäume. Wie nach einer Massenflucht. Sind die Dornrücken von hier gekommen? Gut möglich. Die Höhle führt aus dem Schrecken hinaus. Gut, das kann man schon nicht nehmen. Jawollo. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat.
Okay, meine Lieben, und bevor wir hier reingehen, sag ich vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Horizon Forbidden West. Mit mir, dem Dennis, dem Gameplay auf Deutsch, auf der PS5. Bis dann.